Hallo zusammen, heute möchte ich euch schnell zeigen, was eigentlich da so bei so einem Faltreflektor alles dabei ist. Wir haben mal eine Verpackung und einen Innendiffusor. Könnt ihr durchblitzen, ist überhaupt kein Thema. Dann hat es einen Überzug dran. Der hat jetzt hier schwarz, silber und durch das, dass ich den ja kehren kann, habe ich hier innen einerseits weiß und Gold. Wenn ihr das brauchen wollt, dann wird das relativ einfach montiert. Ihr sucht euch, es hat immer so ein Loch, wo die Lasche durchkommt. Dann die Lasche durch. Zieht das auf. Macht den Reissverschluss zu. Und schon habt ihr euren Reflektor. Jetzt, wenn ihr das genau anschaut, seht ihr, dass es so ein Rümpf, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist einfach nicht so top gespannt. Es gibt auch zwei nice Reflektoren. Die haben wirklich nur die eine Bespannung und die sind sehr viel straffer gespannt. Also wenn ihr wirklich Wert legt auf einen gestrafften, straffen Hintergrund, dann müsst ihr einen 2 nice nehmen, einen 5 nice. Zusammenlegen könnt ihr ihn übrigens so. Die Hand so, die so. Dann machen wir das 8. Tschüss. Schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen.